Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder ein Gesellschaftsspiel für euch. Es nennt sich Activity Crazy Kritzel und wurde von Piatnik hergestellt. Geeignet ist es für Kinder ab 8 Jahren. Activity kennt ihr sicherlich alle. Ich glaube, dieses Activity funktioniert hauptsächlich über das Malen von Begriffen. Also wer da eine künstlerische Ader hat und gut zeichnen kann, ist da, glaube ich, im Vorteil. Es können 3 bis 10 Spieler mitspielen. Ein Spiel dauert ungefähr 60 Minuten. Ich würde sagen, wir packen Activity Crazy oder Crazy Kritzel einfach mal gemeinsam aus und schauen rein. Hier haben wir auf jeden Fall die Anleitung. Begriffe, die man malen muss. Mund, Hängebrücke, Statue oder Hirschkäfer. Mit dabei war außerdem diese Sanduhr hier. Man hat nämlich nur eine bestimmte Zeit lang Zeit, um die Begriffe zu ermalen quasi und dann zu erraten. Das sind wahrscheinlich dann so Punktechips und weitere Begriffe, wie zum Beispiel Ameise, Krankenwagen, Looping oder Bettdecke. Ganz unten im Karton war jetzt noch dieses schwarze Ding hier, das sieht aus wie aus Filz, vielleicht so eine Art Unterlage, das Spielbrett. Ah, wir haben hier so ein Zeichenbrett, da können wir dann unsere Begriffe draufmalen. Und sogar einen Stift, das ist ein ganz normaler schwarzer Filzstift. Das wird, glaube ich, eine Art Whiteboard sein, das kennt ihr vielleicht, eine Tafel. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Dieses Whiteboard, also diese weiße Pappe hier, die schneidet man sich um den Kopf und zwar so, dass hier das Gummiband am Hinterkopf ist und man quasi ein Brett vorm Kopf hat. Und dann versucht man, während man dieses Brett sozusagen an der Stirn hat, mit dem schwarzen Stift den Begriff zu zeichnen, damit die anderen Mitspieler den erklären können. Also man zieht einfach eine x-beliebige Karte, sucht sich da einen Begriff aus, wie zum Beispiel Knieschützer und malt dann so auf dieses Whiteboard und die anderen müssen erraten, was es ist. Wenn das in der bestimmten Zeit mit dieser Sanduhr geschieht, dann bekommt sowohl der Zeichner als auch derjenige, der das erraten hat, 2 von den Chips. Und wenn es nicht geschafft wurde, dann gibt es einen zweiten Versuch. Und zwar kann man dann hier mit diesem Filz einfach das Gemalte wegwischen. Und der Zeichner darf sich das angucken, was er vorher gemacht hat. Kann entweder versuchen, das weiterzuführen, indem er dann noch bestimmte Details malt oder eben den Begriff sozusagen nochmal neu aufzeichnet und darf dabei sogar den Anfangsbuchstaben aufschreiben. Also es darf bei dem Spiel weder irgendwie gestikuliert oder artikuliert werden. Das heißt, es darf weder gesprochen werden, noch irgendwelche anderen Bewegungen gemacht werden. Alles geschieht nur über das Zeichnen und ich versuche das jetzt einfach mal. Ich ziehe jetzt hier einen Begriff mal aus der Mitte, zeige den euch nicht, sondern versuche einfach gleich mal den aufzuzeichnen und ihr könnt dann mitraten, was es ist. Das ist jetzt mein Crazy Kritzel Meisterwerk. Welcher Begriff ist hier gefragt? Ihr seht hier noch einen Pfeil. Eigentlich dürfte ich natürlich gar nicht reden. Vielleicht sage ich es auch gar nicht. Also, ihr seht hier dieses Bild. Was soll das darstellen? Oder welcher Begriff ist hier gesucht? Ich hoffe, mein Video zu Crazy Kritzel hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben geben. Ich denke, wir werden es auch vor der Kamera spielen. Dann ist es noch lustiger, wenn wir in einer Challenge gegeneinander antreten und da versuchen, möglichst viele Begriffe zu erraten. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, welcher Begriff hier gesucht ist. Einen kleinen Tipp, es hat mit einem Auto zu tun. Es ist aber nicht der Begriff Auto und auch nicht Fahrzeug oder irgendwas, sondern es ist irgendetwas an dem Auto, was hier gesucht ist. Genau, abonniert gerne noch den Kanal und damit ihr kein Video von uns verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!